Moin! Ja, klasse. Ja, im Namen der Papenburger Tourismus GmbH, der Familie Meier und der Stadt Papenburg begrüßen wir Sie recht herzlich. Wir, das ist unsere begehrte Kilometermillionärin, verantwortlich für den An- und Abtransport. Mein Mitstreiter Johannes Weiß und mein Name ist Hermann Dahlke. So, jetzt werden wir uns hinsetzen. Ja, auf der Fahrt zur Meierwerft, die relativ kurz ist, gute 5 Minuten sind wir da, wenn Brigitte Briketts mehr auflegt, dauert es nur 4,5 Minuten. Ja, auf der Fahrt zur Werft möchte ich Sie kurz in die Geschichte Papenburgs einweisen, warum hier im Binnenland Schiffe gebaut werden. Das liegt daran, Papenburg ist eine Feenkolonie. Feen kommt aus dem Holländischen oder Niederländischen und heißt nichts anderes als Moor. Also Papenburg, eine Kolonie im Moor. Papenburg ist die älteste, die längste und die einzigste Feenkolonie Deutschlands mit Stadtrechte. Papenburg wurde gegründet zu einer Zeit, wo andere Leute sich die Köpfe einschlagen. In den Wirren des 30-jährigen Krieges bekam der damalige Drost Dietrich von Fehlen, Drost ist wie ein Landrat heute, hier den Auftrag, 15.000 Hektar Moor zu kultivieren. Wie er das machen wollte und sollte, hat er sich in Holland schlau gemacht. Auf der anderen Seite der Ems ist das Wurtanger Moor und die Holländer waren etwas weiter, die haben Gräben ins Moor gezogen, Kanäle gegraben und so das Moor entwässert. Moor besteht ja bekanntlich zu 85% aus Wasser. Das gleiche sollte hier auch passieren, doch 1633 standen die Schweden ja auf der Matte und unser Drost ergab Fersengeld, er ging zu Spanburg nach Bielefeld und dort blieb er bis 1638. Wo er da zurückkehrte, hatte sich hier in Papenburg noch nicht viel getan. Nämlich so freiwillig kommen ja keine Leute ins Moor und hier im Moor zu arbeiten ist eine gewaltige Maloge. Er musste sich also was einfallen lassen. Er hat Siedler nach Papenburg geworben und den Siedlern ein Versprechen gegeben. Jeder Siedler, der nach Papenburg kommt, bekommt eine Plaza, ein Stück Land von 50 Meter Breite, 400 Meter Tiefe. Er brauchte zunächst keinen Kriegsdienst zu leisten, keine Steuern zahlen, doch was er machen musste, ein Kanal graben. Ein Kanal von 50 Meter Länge, etwa 7 Meter Breite, 1,50 Meter Tiefe. Die andere Hälfte grub der Nachbarn hin von vorne. So hatten wir in Papenburg ein Kanalnetz von 44 Kilometern. Auf den hier geschaffenen Kanälen wurde hier gewonnene Torf nach Ostfriesland gebracht. In Ostfriesland war Lehm und Kleie vorkommen, da waren sogenannte Tickelbeachten. Und die brauchten den Papenburger Torf als Brennmaterial für die roten Backsteine. Torf war damals das braune Gold Papenburgs. Die Wälder waren bereits abgeholzt und zum Transport des Torfes benötigte man Schiffe. Diese mietete man zunächst in Holland und in Ostfriesland. Aber so um 1700, da sagten die Papenburger, wir sind doch nicht ganz doof, wir bauen selber Schiffe. Und so kamen dann nach und nach kleine Holzschiffswerften hier nach Papenburg, insgesamt 23 Stück. Die 18. von den 23 Werften, das war die Meierwerft. Doch die Meierwerft war zunächst in der Innenstadt ansässig, in der Nähe des Bahnhofs. Warum Meier nicht mehr dort ist, folgende Sache. 1974 bekam Meier einen Großauftrag von der damaligen Sowjetunion, einen Auftrag über 6 Gastanker. Diese Gastanker hatten eine Breite von 21,50 Meter und dort bei der alten Werft verläuft die Eisenbahnverbindung Münster-Nordrhein-Mole, die wir gerade überquert haben, mit einer Klappbrücke mit einer Durchlassbreite von 18 Metern. Sie sehen, das passt also nicht. Herr Meier schrieb an die Bundesbahn, sie möchten die Brücke bitte verbreitern. Doch die Bundesbahn arbeitet so schnell, die arbeiten heute noch an dem Plan, die Brücke zu verbreitern, obwohl Meier gar nicht mehr da ist. Dann wollte Meier nach Emden. Doch Emden hatte damals selber 3 Werften, ein VW-Werk, eine Erdölraffinerie. Die sagten, bleib du mit deinen kleinen Schiffen in Papenburg, wir machen die großen. Heute können sich in Emden den Hintern beißen, sie haben gar nichts mehr. Daraufhin hat Meier dann die Werft dort abgebaut, bis 1983 und an jetziger Stelle wieder aufgebaut. Ja, an der rechten Seite sehen Sie das Ems-Precap-Werk, ein Tochterunternehmen von Meier. Und hier werden die Kabinen hergestellt und damit LKWs rübergebracht zur Werft. Da werden Sie jetzt mal rausschauen, sehen Sie schon mal die Hallen der neuen Meier-Werft. Was nachher an Daten, Zahlen und Fakten auf Sie einrasseln wird, ein kleiner Vorgeschmack davon. Die Buchstaben vom Jos L. Meier Papenburg sind höher als ein Einfamilienhaus, nämlich 7 Meter. Das M von Meier ist 10,50 Meter breit. Auf dem M passt eine kleine Dreizimmerwohnung oder ein Bungalow für 2 Personen, wenn man nicht so anspruchsvoll ist. Links von dem Schriftzug Jos L. Meier Papenburg sehen Sie die Papenburger Flagge. Gelb für die Sonne, rot für die Backsteine und blau für das Wasser hier. So wie die Flagge dort auf der Halle ist, ist sie 96 Meter lang.
Dann hier auf der rechten Seite ein Teil des Papenburger Hafens. Und Papenburg ist der südlich gelegenste Seehafen Deutschlands. Von hier bis zur Küste rund 60, 70 Kilometer. Dann voraus das größte überdachte Bauwerk der Welt mit einer stattlichen Länge von 504 Meter. Dann hier auf der rechten Seite sehen Sie eine kleinere Halle mit so einem Aufbau. Das ist das Herzstück der Werft, das ist die Technologiehalle. Das Laserzentrum, dort kommen wir auch nicht rein. Dort ist Fotografieren und Filmen verboten. Sie dürfen überall dort fotografieren und filmen, wo Hannes und ich auch bin, wo es verboten ist, gehen wir auch nicht hin. An einer großen Halle sehen Sie rechts und links so kleine Anbauten. Das sind Werkstätten für Auszubildende, Sozialräume, Kantinen, Werkstätten für Fremdfirmen, Partnerfirmen und so weiter. Sie müssen bedenken, dass Meier vom gesamten Schiff nur 25% macht. Alles andere machen hier Partnerfirmen und Fremdfirmen. Und die gibt es hier auf der Werft en masse. Gleich hier auf der rechten Seite so ein Gewässer. Das brauchen wir dringend. Auf diesem Wasser machen die Kreuzfahrtschiffe ihre erste Probefahrt, bevor sie dann entlassen werden Richtung Nordsee. Dann an der Stirnseite der Halle sehen Sie gleich so ein kleines Garagentürchen. Das ist das zweitgrößte der Welt. Ein größeres ist nur in Cape Canaveral. Das Tor ist 75 Meter hoch und 45 Meter breit. Das Tor wird kurzerhand zur Seite geschoben. Unter dem Tor ist eine Pontonbrücke, die ist mit Wasser gefüllt. Das Wasser wird aus der Brücke rausgedrückt. Die Brücken schwimmen auf und werden in ihrem Hafenbecken hingelegt. Und jetzt bin ich erstmal still. Ja, werte Gäste, Sie sehen das Schiff nochmal. Morgen oder übermorgen dürfte es weg sein. Ja, zum Ablauf des Programms bitte ich Sie, die Handys stumm zu schalten. Wer nicht weiß, wie das geht, vorne haben wir ein Stummschalterbecken für Handys. Dann, wer seinen Körper schädigt, nimmt 50 Stufen. Wer was Gutes tut für seinen Körper so weh, der fährt mit dem Fahrstuhl. Oben werden Sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Ich hoffe, dass das unblutigerweise vor sich geht. Deshalb die Messer bitte in der Tasche lassen. Falls wir Familien auseinanderreißen, sind keine Panik. Wir fahren mit dem gleichen Bus zurück. Und Johannes wird uns jetzt erstmal beim Pförtner melden. Das ist der zweitwichtigste Mann. Der kommt gleich in den Chef. Dann gehen Sie bitte gleich Richtung Eingang, hier vorne rechts. Wir sind nachher wesentlich höher und da können Sie wesentlich besser das Schiff noch fotografieren. Also wenn Sie hier unten stehen, müssen Sie immer den Kopf im Nacken legen und das ist anstrengend.